Dadurch können wir wahrscheinlich noch ein bisschen genauer schießen. Ich hab's nötig, ihr habt es bereits gesehen. Und poppt auch schon ein Erfolg auf, der Büchsenmacher. Was da unten steht, ein explosives Fass. Was zur Hölle geht da vor sich? Da steht doch nur einer. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe schon wieder vergessen, was jetzt wirklich als nächstes kommt. Drei auf einen Streich sozusagen. Was bringt mir dieses genaue Zielen, wenn die so rumwabbeln, ne, wie so ein Bubblehead? Das ist, ne, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mich erschrocken habe. Ein ganz kleines bisschen, also so männlich erschrocken. Ne, ihr wisst. Da ist noch mehr Fass, aber auch eine Kette. Okay, dann gehen wir jetzt mal in diesem Railway-Schuppen gucken. Was mich im Moment ein ganz klein wenig stutzig macht. Das sind diese Schlösser. Und in der U-Bahn-Station hatten wir auch noch so ein Schloss. Fürs Erste. Rumstechen hier. Stichel, Stichel. Aha. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Wie bitte? Ja, hier war ja was. Checkpoint Charlie. Donuts. Keine Reaktion. K.
Kairos Eisenbahnleitfaden. Ein sicheres U-Bahn-Betrieb. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sollte die Stromzufuhr wiederhergestellt, sobald die wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Hier, mit Wumme, hau drauf. Braucht man da wahrscheinlich Lockpicks oder irgendwie sowas für, oder wirklich Schlüssel. Das ist die zweite Kiste. Das darf ich nachher nicht vergessen, wo sich die befunden haben. Nichts noch? Alles klar. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los, Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein, da sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn alles den Bach untergeht, schneide die Kette durch und benutze die Waffe. Ich bitte, dass wir alle das Heil überstehen. Dass wir es alle heil überstehen. Und hier ist auch Sonnen. Wichtiges Objekt verwenden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen. Oh. Schwere Geschosse. Ja, warum auch immer so ein U-Bahn-Angestellter, ich meine, als wenn er nicht reichen würde, der sich eine Wumme gekauft hat hier, mir erzählt, wir sollen sie benutzen, obwohl er genau im selben Atemzug sagt, ich bin noch Munition am Holen, also auch hier brauchen wir erstmal irgendwas zum Durchknipsen, würde ich sagen. Kann man mit dem Durchknipser zum Beispiel auch das Ding durchknipsen? Ist alles in allem eine knipsige Angelegenheit. Achtung. Egal, was ich tue. Ich gehe nicht durch die Vordertür raus. hier steht noch lecker Happy Meal hier mit Pommes und Donut und. Würde ich sagen, was steht denn hier? Pringles oder ist das? Moon Donuts. Donuts. Wie fies diese abgeschlossenen Spinde. So, ein grünes Kraut haben wir. Wir haben ein Schmuckkästchen. Ja, das ist ja mal was. Okay, Moment. Verdammt. Ah, und wir haben eine Kiste. So, in die Kiste. Würde ich den Schlauch erstmal verstauen. Ne, und ist euch aufgefallen, wir haben gleich jetzt hier so eine klitzekleine Abweichung schon zur Demo. Erstmal gucken, ob wir das Ding genau untersuchen.
Aha. Wir sollen den Strom im Unterwerk wieder einschalten, das Feuer löschen. Ein falscher Rubin, offenbar so gefertigt, dass man ihn irgendwo reinstecken kann. So, eventuell sollte ich dieses eine Kraut hier mal verstauen. Und die Gelegenheit auch mal hier nutzen. Für eine kleine Zwischenspeicherung. Ob wir Pistolenmunition vorsehen? Jetzt heißt es nämlich ein bisschen rumrätseln hier noch. Wir haben zwar jetzt so einen Rubin, wo ich keine Ahnung habe, wo man den reinstopfen könnte. Ja, aus irgendwelchen Gründen will ich da noch nicht raus. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein weiteres. Vielleicht ist ja vielleicht ein kleiner hartnäckiger. Brauchen auf jeden Fall mal so ein Knipswerkzeug. Nur fragt mich mal, wo man das jetzt finden könnte hier. Rubin. Ein Rubin. Ich habe keine Ahnung, wo man den Rubin einsetzen könnte. Ich habe auch noch nichts Rubin-Einsatzmäßiges gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht drauf geachtet. Wie wahrscheinlich ist es, dass es direkt hier neben irgendwo ist, ne? Gehen wir einfach nochmal kurz in die Apotheke. Ah, guck mal. Doch glatt noch was übersehen gehabt. Den man irgendwo reinstecken kann. Ich bin mir fast sicher, die Sache mit dem Schlauch. Die wird wahrscheinlich genauso sein wie vorher auch. Also da war, ne, das Feuer löschen, um da durchzukommen. Okay, Freunde, ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt nichts passiert. Und ich gehe mal hier drüben hin. Und wie gesagt, ich hoffe, dass nichts passiert. Das ist nämlich der Eingang, also gerade innerhalb dieses Donuts-Dings. Und wenn man da rausgeht,
Wer war das dann auf einmal gewesen? Hat uns der kleine Nemesis hier, ne? Ich meine, ich will jetzt nicht spoilern, aber... Was hat jetzt mit diesem Umgehen, also rumgehen, versucht zu umgehen? Und ich bin mir hier noch nicht so richtig sicher, ne? Wir haben diesen Rubin, diesen besagten, immer noch in den Finger. Obwohl das jetzt total interessant ist, weil wir hätten jetzt mit dem Schlauch auch hier jetzt gleich dann schon arbeiten können. Ne? Man kann damit das Feuer da drüben ausmachen. Hätte ich jetzt in der Tasche. Also ich sage hier auch mal ganz vorsichtig und grob, aber ist ja egal. Ja. Ja, je schneller ich jetzt X gedrückt habe, desto schneller ist das Ding da voll. So ein normaler Zombie schon ewig braucht, ja. Jetzt pass mal auf, ich versuche hier echt Dinge zu umgehen. Und gleich springt mich irgendwas an. Redelivery. So, hier haben wir uns doch, glaube ich, auch eigentlich... Ja, das Spielzeugladen ist halt auf der anderen Seite. Wir sind ja jetzt nur einmal rumgegangen, ne? Wohlbemerkt. Also wenn man hier mal ein bisschen näher rangeht. Ein Rubin? Ich verstehe nicht. Kannst mir jetzt echt nicht vorstellen, ne? Aber... Oh, verdammt. Okay. Warum habe ich das komische Gefühl? Dieses gar obermerkwürdige Gefühl. Dass ich jetzt noch zwei weitere... Dingstars brauche. Oh weh. Oh weh, oh weh. So, pass auf. Nehmen wir einfach mal das Kraut raus. Und den nehmen wir auch raus. Dann drücken wir hier drauf. And here, and here. Sind wir zumindest erstmal wieder gesund. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden da nicht drum rumkommen. Um das, was jetzt als nächstes passiert. Immer noch keine Schlüssel gefunden für den Spielzeugladen bzw. die Spinde oder sonst was. Aber immerhin Granate. Oh, ich sehe jetzt schon kommen. Ich werde noch ein Problem kriegen hier mit dem Umgeschalte der Waffen. Lass das Kraut auch mal hier. Werde jetzt den Schlauch benutzen gehen. Zombie.
Erinnert ihr euch noch an die Demo? Da war an der Stelle nämlich Ende. So was Fieses, ne? So eine kleine, aber leichte Änderung. So, alles klar. Ist jemand hier drin? Erstmal wissen. Nein, wir brauchen einen Schlüssel. So, und bevor ich da gucken gehe, ob da irgendwie irgendeiner drin ist, ne, werde ich jetzt erstmal zurückgehen und an mindestens zwei Stellen noch diese Knipser verwenden. Na, friedlich bleiben da. So, wie geht das jetzt am schnellsten? Tatsächlich. Tatsächlich, das Schnellste war tatsächlich hier rum. X wie ein Berserker. Ich meine, ich habe ihn ja auch weggeschubbt, ne? Aber... Na, der Brecher hier, der hat einen anderen Plan. So klar, ne? Das war so klar, dass der da noch reingehuscht kommt. Ich bin jetzt am Überlegen, wo ich als erstes hin soll. Gehe ich als erstes nochmal in diese Kite Rose rein und hole mir dieses Gewehr oder gehe ich als erstes... Da stand nämlich ein rotes Fass. Könnte bedeuten, dass da Dinge passieren. Wieder so eine große Horde von 2 plus irgendwie kommt. Ich glaube, ich mach's mal jetzt der Reihe nach hier. Komm. Wenn ich doch gerade schon mal hier stehe. Wundervoll, die M3-Flinte. Einpacken.